So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn ich warte schon die ganze Zeit auf meine nächste Prime-Bestellung. Das hat nichts mit Amazon zu tun, sondern mit dem Hydration Drink. Ich sammle Prime-Flaschen, ihr wisst es vielleicht, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Ich habe bei diversen Shops, Läden immer mal was bestellt, aber ein Shop hat mir besonders gut gefallen und das war der Candy Creations Laden. Der hat einen YouTube-Kanal, der hat eine Facebook-Seite, wir schreiben auch privat so mal ein bisschen hin und her, da kann ich auch mal eine Frage stellen und alles, was ich mit Prime jetzt bestellen möchte, bestelle ich einfach bei ihm. Das habe ich mit mir so beschlossen, das ist vielleicht manchmal ein bisschen teurer wie bei anderen, aber wenn ich sowieso alles von daher beziehe, ist es auch wieder günstiger, als wenn du bei eBay dort eine Flasche dir holst, dort eine, jedes Mal teuren Versand, so hast du einmal Versand und gleich 5 Flaschen, 5 Päckchen und ich habe jetzt gewartet auf 2 Bestellungen, die möchte ich beide auspacken, da sind ein paar neue Flaschen mit drin, plus wir haben noch ein Paket von Sarina, das hat mit einem der letzten Videos zu tun und das soll schon mein Geburtstagsgeschenk sein, hat sie gesagt. Im letzten Video, wo was für Hannes war, hat sie ja was reingepackt und hat gesagt, okay, wenn dir das so gut gefällt, dann kriegst du das Ganze eben nochmal. Das machen wir aber dann dazwischen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was es ist. Wir fangen jetzt direkt mal an mit dem ersten Prime-Paket. Das heißt, das ist von Candy Creations. Das hat, sagen wir mal, 100 Pfund gekostet. Das sind 18 Pfund Versand. Wenn ich nicht 5, sondern 6 Flaschen bestellen würde, hätte ich schon 33 Pfund Versand. Deswegen nie mehr als 5 Flaschen mit einmal bestellen. Dann musst du eh wieder Monate warten, bis die nächsten Flaschen released sind. Dann kannst du dir da wieder welche holen. Sonst ist das komisch, wenn du weißt, du hast jetzt bestellt und musst 2 Monate warten, bis das endlich ankommt, weil das alles Vorbestellungen sind. Also, normal habe ich Vorbestellungen gemacht. Jetzt bin ich gerade auf dem aktuellen Stand. Und jetzt werde ich das anders machen. Hier kamen nochmal 22,30 Euro Zollgebühren hinzu. Und ich glaube, bei der sind sogar, glaube ich, nur 4 drin, weil ich 2 Sachen neu habe. Eine Sache musste ich mir nochmal holen, weil die bei was anderem nicht gut war. Die war kaputt. So. Und ein was, da habe ich ewig drauf gewartet und überall gesucht, bis ich das gekriegt habe. Wir haben jetzt wieder eine Karte von Candy Creations. Candycreations.com, thank you for your order. Use code SWEETCANDY05 für 5% auf die nächste Bestellung. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ist das das wahrscheinlich? Also machen wir zuerst das hier auf. Ja, hier kann ich es schon sehen. So, ganz vorsichtig, dass wir nicht irgendwo reinstechen oder reinschlitzen und was kaputt machen. Vor einiger Zeit habe ich bei Candy Craze, nämlich Pinada Colada bestellt. Pinada Colada ist eine Sorte von Prime, die gibt es eigentlich exklusiv nur in Mexiko. Diverse Shops holen die sich aber und verkaufen die dann wieder weiter in die Welt. Ich habe für Pinada Colada damals 80 Pfund bezahlt. Als die Flasche ankam, war der Karton aber nass, war ausgelaufen. Das Prime, das Getränk an sich, war schon richtig vergammelt und vergoren. Das konntest du nicht mehr trinken. Das war alles irgendwie schmierig und abartig. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss mir auf jeden Fall nochmal eine Flasche Pinada Colada organisieren. So, ihr seht, ich drehe es rum, es passiert nichts. Bei dem anderen, wenn ich so gedreht habe, ist es die ganze Zeit hier rausgetropft, rausgelaufen. Das war auf jeden Fall nicht richtig. Und während ich bei Candy Craze 80 Pfund bezahlt habe für diese Flasche, habe ich hier nur 30 Pfund bezahlt für diese Flasche, was ein super Schnapper ist. Und ich habe meine 80 Pfund von dem anderen ja wiederbekommen. Musste ich über PayPal einklagen, weil der Artikel war ja kaputt, beschädigt, war verdorben. Das ging nicht, da gab es Streit. Jetzt habe ich es hier. Hier passt alles. Ich muss trotzdem sagen, die Flasche sieht leider nicht so schön aus, wie sie in der Werbung angepriesen wurde. Aber wir haben jetzt das zweite Mal Prime Pinada Colada exklusiv, was es so ja nur in Mexiko gibt, im Laden, ganz normal, oder man muss es sich halt importieren lassen und dann ist es halt wieder was Brutales, was Höherwertiges. Hier habe ich noch was ganz Besonderes und zwar endlich Prime FC Barcelona. Als es rauskam, dass es jetzt Arsenal-Flaschen gibt und Bayern-München-Flaschen gibt, gab es auch Barcelona-Flaschen, hieß es. Du hast sie aber nirgendwo gefunden.
Prime Barcelona war eine Seltenheit. Jetzt ist sie da. Die wurde nämlich gefühlt 2 Jahre, nachdem sie das erste Mal gezeigt wurde, erst released. Also die haben die für Promo-Zwecke schon gehabt, war nicht für den freien Verkauf, war nirgendwo anders. Jetzt ist sie für den freien Verkauf. Jetzt haben alle Leute ihre Prime Barcelona-Flaschen bekommen und da ist sie. Wieder mal eine Fußballflasche. Guckt euch das an. Die fällt auf jeden Fall auf, wenn die im Regal steht. So, die packen wir jetzt wieder hier rüber und kommen jetzt zum nächsten Ding. Was ich ja jetzt auch nicht wusste, es gibt ja eine neue Glowberry-Sorte von Prime. Glowberry hat die meisten verschiedenen Variationen, wenn es jetzt um die Verpackung geht oder die Flaschen. Jetzt gab es so zur Halloween-Zeit eine neue Prime-Glowberry-Sorte. Das eine war eine Common-Sorte, die es also überall dann auch geben soll. Mittlerweile steht die jetzt also auch im Kaufland rum und im Netto für 1,99 hätte man sich da holen können. Es gab aber auch noch die Rare. Und die Rare gab es im Bundle mit der Common zusammen, auch bei Candy Creations. Und bevor ich jetzt wegen einer Flasche dort bestelle, habe ich also gleich das Bundle genommen. War wie gesagt dann dadurch natürlich wieder etwas teurer, aber dafür habe ich beides gleichzeitig hier drin und muss nicht mehr alles extra überall raussuchen. Jetzt ziehen wir die erstmal hier raus und zeigen euch, das ist die Glowberry-Flasche, die es jetzt bei uns auch im Handel gibt. Wieder eine neue Glowberry, wieder tolle Farben, tolles Design, richtig gruselig. Man sieht ja hier diesen Wald und die Pflanzen und die Ranken, wie das alles da rumfliegt. Das ist eine Prime Glowberry, normal, die es bei uns im Handel gibt. Und das ist die Glowberry als Limited Edition Rare. Und die sieht brutal aus, weil hier in der Mitte ist das einfach nur Säure und die Prime-Schrift löst sich in der Säure auf und geht kaputt. Das soll wohl mit Apfel sein, oder? Flavor Drink with Apple, Lime and Kiwi Flavor. Also das haben viele gesagt, ist ganz besonders, weil das richtig schön saure Apfel darstellen soll. Ob das andere jetzt auch Apfel ist oder nur die, ich müsste einfach nur hinten drauf gucken, was hier steht. Apple, Lime, Kiwi Flavor, also es dürfte nur die Verpackung wieder sein, die anders ist. Ansonsten müssten das beides genau die gleichen Geschmäcker sein, aber halt zwei unterschiedliche Flaschen, zwei unterschiedliche Sorten. Jetzt kommt das auch wieder hier rüber. Jetzt machen wir kurz mal das hier auf, weil das dürfte ein Hannes sein Poncho sein, den wir letztens geöffnet haben, wo ich gesagt habe, das ist so cool, der gefällt mir, sowas würde ich auch anziehen. Und dann ist sie nochmal losgerannt, die Sarina, und hat jetzt extra für den Ramses auch noch so einen Poncho besorgt, hat sie gesagt, das ist dann gleich mein Geburtstagsgeschenk für nächstes Jahr. Das passt so und ich freue mich, weil ich habe nur einen Pullover hier und so kann ich wenigstens mal was anderes anziehen, wenn ich Jonas immer früh in den Kindergarten bringe, ziehe ich mir einfach einen One Piece Poncho an, renne damit rum und sehe dann lustig aus. Der ist auch wieder hier Elefantengröße, das ist cool. Den machst du hier auf, den hast du hier wieder mit Kapuze, hier hast du Brust, hier hast du Bauchtasche vorne drin, mega groß, mega fett, den können wir am Ende dann nochmal kurz anziehen. Aber jetzt, also danke Sarina dafür, ohne dich hätte ich nie so ein Teil geholt. Aber wir haben gedacht, für Hannes ist das cool, das mach mal. Ich bezahle das für Hannes, wir schenken es an Hannes. Dann habe ich selber mal anprobiert, als es hier ankam und dann fand ich es so toll, dass ich das selber jetzt dann auch haben wollte oder möchte. Da bin ich wie Marie auf einmal. Da muss man immer alles haben, was die anderen haben. Aber ich habe sowas noch nie. Ich sag, wenn du was 100 Mal hast, ist doch egal. Brauchst du nicht alles, aber es ist was ich halt noch gar nicht habe. Ich habe mal einen Pullover, ich habe mal eine Jacke, aber ich habe noch nie einen Poncho gehabt und der sieht für mich mega bequem aus. Da rausgehen, vielleicht dann auch mal ein Pokémon-Video drehen in dem Poncho. Das stelle ich mir doch ganz gut vor. So, hier sind jetzt 5 Flaschen aber drin. Wir haben hier 2, wir haben hier drüben noch 2, dann muss ich das aber nochmal sortieren, denn ich bin ja so bekloppt, ich habe bei meinen Flaschen, die ich habe gesehen, auf dem einen, da ist so ein blöder Aufkleber hinten drauf, weil er von irgendeiner deutschen Kackseite war, das hat mich gestört. Bei dem anderen war die Flasche schon ein bisschen ramponiert, das hat mich gestört. Also habe ich mir 2 alte Flaschen, die ich schon kenne, nochmal geordert, plus 3 neue Sorten, die wollen wir euch jetzt zeigen. Wieder der Candy Creations
Kärtchen, Aufklebersticker, es ist ja kein Aufkleber, wieder natürlich mit dem Code, den du einlösen kannst. Oh, kann ich das jetzt für jede Bestellung? Ne, es geht natürlich nur einmal, dann geht gar nichts mehr. Wenn wir jetzt hier reingucken, müssen wir nämlich noch die ursprüngliche, ganz normale Strawberry-Flasche haben, die bei mir leider, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die normale Sorte her hatte, sieht bei mir aber richtig kacke aus mittlerweile. Ist auch alles zugeklebt und deswegen wollte ich das nochmal haben, original und ramponiert. So, jetzt haben wir die, schön mit diesem amerikanischen festen Boden. Das ist die normale Glowberry. Da ist nämlich eigentlich nur drin saurer Apfel-Berry-Flavor. War das schon immer mit Apfel? Jetzt rieche ich total durch. Das ist auf jeden Fall die normale Glowberry. Die sieht fett aus. Und ich sehe, die anderen, die haben ja gar keinen amerikanischen Boden. Das sind englische Sorten aus Großbritannien mit dem runden Boden. Und das ist amerikanischer Boden. Das ist amerikanischer Boden. Und das ist auch was anderes. Also da könnt ihr noch unterscheiden zwischen den Böden. Und die zweite Flasche, die ihr auch kennen solltet, die ich schon mal hatte, die ich aber auch nochmal neu brauchte, weil die auch hinten komplett zugeklebt war mit irgendwelchem anderen Scheiß drauf, ist die UFC. Und die UFC 300, die fand ich auch besonders lecker. Obwohl das was für eine Sorte ist, weiß ich nicht. Steht auch nicht drauf. UFC 300 Prime nochmal mitgenommen. Die war natürlich günstiger, nicht so teuer wie die anderen, die neuen Sorten. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist hier drin. Ich weiß, das müssten drei sein, die jetzt erst erschienen sind. Obwohl es ja schon wieder weitergeht. Du müsstest ja schon wieder dir die Raptors, müsstest du dir schon wieder besorgen. Du müsstest dir schon wieder, habe ich vergessen, genau. In der Zeit, wo ich auf eins gewartet habe, dass ich wieder fünf zusammen habe, sind schon wieder drei andere erschienen. Das heißt, es geht in einer Tour. Ich komme einfach nicht hinterher. Hier haben wir jetzt eine Patrick Mahomes, müsste das sein. Die Patrick Mahomes Prime Flasche. Ihr habt hier wieder goldene Schrift, wo Mahomes draufsteht. Das ist Meta-Moon-Geschmack auch, okay. Hier steht dreimal Champion, dreimal MVP. Am Rand auch in Goldschrift hier, das leuchtet auch stark, das sieht gut aus. Das Etikett ist ein bisschen verschrumpelt. Mensch, wie geht das denn? Das ist hier, geht's bis hier runter und hier hat sich's hier hochgeschoben. Das heißt, das ist ein bisschen ungleich. Würde natürlich jetzt wieder keinem auffallen, aber ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich mal wieder bestelle, wäre das eine, die ich mir nochmal holen würde. Patrick Mahomes. Einfach in der Hoffnung, dass dann das Etikett unten nicht so schief ist. Was will ich denn mit einem schiefen Etikett? Oh, das ärgert mich. Da willst du ja perfekt sein. Da musst du dein Geld rausschleudern für nix. So, was ich als nächstes habe, ist wieder ein Fußballclub. Wenn das ein Fußballclub ist, das könnt ihr mir gleich sagen, was das ist. Und dann am Ende haben wir noch Basketball. Basketball dürfte noch übrig sein. Die mit Basketball finde ich, glaube ich, wahrscheinlich am coolsten. Deswegen müssen wir euch die als letztes zeigen und müssen erstmal Fußball rausholen. Hier, Juventus. Prime Juventus. Weil Juventus, das ist auch Goldberry, passt. Juventus Turin hat letztens auch etliche Videos gemacht, rausgebracht, wo die mit KSI und iShow Speed und das waren mega funny Clips, die da rausgeflogen sind. Official Hydration Partner of Juventus Prime hier Irland steht da drauf. Das sieht auch gut aus. Das ist auch wieder eine Fußballflasche, auch wieder vom europäischen Boden. Deswegen habt ihr die hier so. Also jetzt sagt ihr wieder, es sieht aus hier wie Lakritz oder was. Kannst du auch nicht nehmen. Stellen wir daneben. Ist hier. Und das allerletzte, was wir jetzt haben, ist wieder amerikanisch. Ist nämlich eine Los Angeles Lakers, die LA Lakers in der Prime Edition als Lemonade. Lemonade war auf jeden Fall eine gute Sorte, das weiß ich noch. Und guckt euch die Schrift an. Ihr habt so eine Schrift, die hat hier einen weißen Rand noch drum. Und hier unten schmiert das Orange, ach das Lilane von den Buchstaben, läuft einfach so runter. LA Lakers Prime, kein Meta Moon, gelbe Flasche.
lilane Schrift. LA Lakers. Sieht auch verdammt gut aus. Erinnert mich an Buttermilch. Nee, an Erdnussbutter. Das ist ein Erdnussbuttergetränk. Guckt euch das an. Das heißt, das kann auch weg. Und es ist schon wieder so viel im Umlauf, so viele Releases, die es jetzt gibt. Aber einmal im Monat gönne ich mir das eigentlich. Bestell mir da mal so eine Lage Prime. Und freue mich dann. Ich muss sie nur irgendwann alle mal aufmachen, alle mal probieren, alle mal testen. Und jetzt will ich hier aber auch noch mal kurz reinschlüpfen. Damit ihr seht, wie das ist. Wenn man das dann anhat, dann kann man das nämlich so aufziehen hier und kann seinen Juventus dahin halten und dafür Werbung machen. Oder man packt sich halt wieder die Mütze trotzdem auf den Kopf und steht auf und zeigt, dass das hier schön bis runter geht. Ihr die Hände hier vorne reintun könnt, können dann so draußen rumlaufen, richtig fett, einfach nur ohne Hose, weil das reicht, dann habt ihr kurze Beine. Einfach ein Winder, das ist bestimmt genial, das passt. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und was ist euer Lieblingsdesign jetzt aus dieser Folge? Wie findet ihr das Pinata Colada oder das Barcelona? Wie findet ihr die neuen Prime Glowberry Flaschen Flavors? Sagt ihr, euer Favorit ist der Mahomes? Weil der ist so goldig, der sieht so brutal aus. Oder ist es vielleicht Juventus mit den Streifen oder LA Lakers, was mich immer noch an Erdnussbutter erinnert. Die anderen zwei sind alt, die zeigen wir euch nicht nochmal. Das war's. Von meiner Seite aus, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.